Deutsche Rundstreckenmeisterschaft im Rahmenprogramm der DTM, der Alfa Romeo Montreal. Dirk Schumann, erzähl über dein Fahrzeug. Ja, das ist, es gab nur zwei von Alfa Romeo. Das ist eine originalgetreue Kopie, 1:1. Abdrücke vom Originalauto gemacht, mit einem originalen Auto Delta 3-Liter Motor. Das Auto begeistert, die Technik begeistert. Wir sind ein bisschen technisch ein bisschen eingeschränkt, weil wir nur so kleine Bremsen fahren dürfen wie früher. Aber das macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß und ist natürlich, sagen wir mal, eine riesen technische Herausforderung, die mich in den letzten Jahren motiviert hat. Donald, und du bist der Pilot von heute. Ja, und das macht richtig viel Spaß, was Dirk schon gesagt hat. Du bist richtig beschäftigt im Wagen, du driftet und slidet alle Seiten. Und das macht ja, Spaß ohne Ende. Ihr teilt euch das Auto? Ja, wir teilen uns das. Der Donald fährt heute und ich fahre morgen. Wie viel PS hat er? Knapp 340 bei 9200 Umdrehungen. Und er ist der lauteste in der Boxengasse. Und wir freuen uns schon jetzt auf das erste Rennen hier bei der Deutschen Rundstreckenmeisterschaft. Alles Gute euch beiden, danke. Und heil lassen das Auto. Machen wir. Danke, danke, vielen Dank. Die Show war perfekt. Ich danke dir.